So, Herr Vierhaber, gehen wir ins Eingemachte. Werden wir konkreter. Werden wir gerne konkreter. Schauen wir uns gemeinsam an, in welchen Ländern wir unterwegs waren, wie viele Anbieter wir letztendlich kontaktiert haben. Ja, und auch das könnte Sie interessieren, wie viele Tester wir überhaupt auf die Reise geschickt haben. In diesem Jahr haben wir insgesamt 76 Anbietern auf den Zahn gefühlt. Und zwar in Deutschland, Liechtenstein, in Österreich und in der Schweiz. Getestet haben wir von Januar bis Mai 2020, also genau in der Zeit, als hier Corona hochgepoppt ist. Wir haben besucht Privat- und Großbanken, bankenunabhängige Vermögensverwalter und Family Offices. Insgesamt waren 6 Testerinnen und Tester unterwegs. So, Herr Vielhaber, seit 18 Jahren sind wir unterwegs. Kann nicht sein, oder? Sie sind volljährig? Wir sind jetzt volljährig, ja, tatsächlich. Aber der 17. Gipfel. Ja, komisch, das stimmt nicht, oder? Ja. Was ist los? Ja, das erste Jahr war ohne Gipfel. Stimmt. Ja. Einmal gipfelfrei. Einmal gipfelfrei. Und seitdem immer im Einsatz. 18 Jahre. Und dabei eben auch 18 Jahre bewertet. Was sind unsere Kriterien? Ja, schauen wir uns die mal zusammen an. Was haben wir da alles im Portfolio? Wir bewerten insgesamt mit 100 Punkten, die gibt es maximal zu erreichen. Und ein ganz gewichtiges Kriterium dabei ist das Beratungsgespräch, also das, was der Testkunde erlebt. Und was bewerten wir da im Detail? Also wir schauen uns an, wie evaluiert das Haus, wie evaluiert der Berater, wie geht er mit dem Kunden um, was prüft er eigentlich alles ab? Nicht nur, welche Aktien will er, welche Anleihen, sondern was sind seine Lebensumstände, was sind seine Ziele? Wir fragen natürlich auch danach, wie stimmt die Chemie? Man nennt das fachlich Empathie. Ja. Und den roten Faden, die Struktur, gibt es sowas überhaupt im Gespräch oder springt der Berater immer zu hin und her, kommt von Hölzchen auf Stöckchen und kann er auch erklären? Das heißt, nutzt er Fachbegriffe und erklärt die, nimmt den Kunden mit, schaut sich auch an, ob der Kunde das wirklich verstanden hat, was er da sagt, oder geht er darüber weg? Und ganz wesentlich, wo brennt dem Kunden der Kittel? Genau, der Kittelbrennfaktor, der berühmte. Genau. Also in diesem Jahr natürlich das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Geldanlage. Erkennt der Berater überhaupt, dass es dem Kunden im Wesentlichen um diesen Punkt geht? Und das sind die Dinge, die wir dabei im Wesentlichen auch bewerten. Genau, und ein weiteres Kriterium ist der Anlagevorschlag. Ja. Diesmal aber auch mit einer besonderen Fokussierung, denn wir haben in diesem Jahr insbesondere die Testerinnen und Tester gebeten, den Anlagevorschlag sich sehr genau anzuschauen, zu bewerten, Rückmeldung zu geben. Und das ist schon auch ein spannender Blick, weil er nochmal auch deutlich zeigt, wie schaut eigentlich ein Laie drauf oder ein Semi-Profi, je nachdem, wie unsere Tester. Doch nochmal ein anderer Blick, Blick wenn man darauf. Das fachlich sich anschaut. Und das war schon sehr spannend und dafür haben wir 10 Punkte vergeben. In den Vorjahren haben wir ein Stück stärker die Fachlichkeit in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt kommt eben dieser Kundenblick und die Fachlichkeit zeigt sich dann eben in der Investmentkompetenz. Ja. Dort sind wir dann auch sehr tief reingegangen. Es sind 3 Bereiche, die Investmentkompetenz ausmacht. Einerseits schauen wir uns genau den Investmentprozess an. Das heißt, wie baut eine Bank eigentlich ein Portfolio? Also ein qualitativer Baustein. Das ist ein echter qualitativer Blick drauf. Ist es nachvollziehbar? Ist es erklärt? Oder ist es eher zufällig? Also ist überhaupt nicht ersichtlich, warum plötzlich ein Portfolio da zusammenkommt? Alle diese Dinge, die haben wir dann doch sehr stark angeguckt. Ja, und ein weiteres Kriterium in diesem Segment ist dann eben auch der konkrete Vorschlag. Und der wird dann von Herrn Libor von Quanvest bewertet. Das sind 2 Blickrichtungen. Einerseits einer nach vorn, einer nach hinten. Genau, einer nach vorn, einer nach hinten. Ja. Einerseits wird eben geschaut, wie würde ein vergleichbares Portfolio hat sich ein vergleichbares Portfolio in der Vergangenheit entwickelt. Ja, der Rückspiegel. Genau. Und dann wird nochmal simuliert, Monte Carlo Simulation als Fachbegriff. Ja. Klingt nach Spielbank. Ja. Aber es ist sehr fundiert, sehr wissenschaftlich fundiert und so wird dann eben dieser Vorschlag nochmal auf Herz und Nieren geprüft und das Ganze wird eben auch entsprechend bewertet. So ist es. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, einen weiteren Prüfpunkt, den nennen wir die Transparenz. Und was sich dahinter verbirgt, das ist eigentlich eine ganze Menge. Denn wir schicken zunächst mal an die einzelnen Häuser, die wir getestet haben, einen Fragebogen und bitten um Auskünfte.
Worum geht es da im Einzelnen? Da geht es unter anderem darum, welches Dienstleistungsportfolio hat der Einzelne, hat das einzelne Haus, der einzelne Anbieter. Wir wollen aber daneben noch wissen, wo hat er eigentlich seinen Schwerpunkt, das, was man gemeinhin als Alleinstellungsmerkmal USP bezeichnet. Wir wollen ein paar Daten und Fakten wissen, speziell zum Bereich des Private Banking. Die meisten Banken berichten ja insgesamt über ihr gesamtes Portfolio. Uns interessiert natürlich nur das Private Banking. Was ist da eigentlich im Detail los? Und wir wollen dann auch von den Häusern wissen, welches Produktportfolio bieten sie an, welches Research haben sie. Und wir wollen natürlich auch etwas zu ihren Standardkonditionen wissen, um die einmal dann auch hinterher vergleichen zu können. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt. Ja, unser Performance-Projekt, über den wir ja schon seit vielen Jahren sehr detailliert die Qualität im Portfolio-Management untersuchen. Seit 2011 sind wir dort unterwegs und wir haben da einen Partner an der Seite, Infront, genau, der eben auch für diese Transparenz sorgt, die wir in dieser Kriterium-Transparenz auch schaffen. Genau. Infront sorgt dafür, dass die Vermögensverwalter, die sich hier beteiligen, im Detail dann eben auch buchen können, dass sie also eine Buchungsplattform haben, um hier dabei zu sein bei diesen Performance-Projekten und am Ende natürlich auch, dass eine Auswertung erfolgt nach Kriterien, die wir dafür aufgestellt haben, in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung, WHU. Jetzt aber wollen wir gerne mal mit unserem Partner, mit Infront, über dieses Thema reden. Im Studio ist Thilo Stolzenburg. Er ist Head of Sales Buy-Side der Region DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg, für das Unternehmen Infront tätig. Ein Unternehmen, mit dem wir schon länger zu tun haben als Fuchsrichter-Prüfinstanz. Wir haben früher mit der VWD Group zusammengearbeitet und unser Performance-Projekt gestartet. Jetzt Infront, was ist passiert? Warum das Ganze, Herr Stolzenburg? Passiert ist was ganz Einfaches. Wir haben einen neuen Eigentümer. Im April 2019 fand ein Eigentümerwechsel statt. Wir wurden übernommen von der Infront ASA, einem norwegischen Marktdatenprovider, ja, der an der Osloer Börse gelistet ist. Die ganze Transaktion wurde bis Juli 2019 abgeschlossen und mittlerweile fand auch die Umbenennung der alten VWD-Gruppe in Infront Financial Technology statt. Was ändert sich für die Kunden? Was wird besser für die Kunden? Ändern tut sich dahingehend etwas, dass wir als Unternehmen, das mittlerweile über 500 Angestellte in 13 Standorten in Europa und außerhalb Europas auch hat, wesentlich schlagkräftiger sind, wesentlich mehr Möglichkeiten haben, uns den Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Ja, wir werden aber weiterhin auch gestandene Produkte, wie zum Beispiel den Portfolio Manager, wie unsere Advisory Solution, aber auch wie unsere Data Feed Solutions und auch Lösungen für die regulatorische Compliance weiterhin anbieten. Und zuzüglich noch dazu Produkte, die aus der alten Infront Group in unseren Markt übergeben werden, hier den Kunden zur Verfügung stellen, damit sie ihren Anforderungen im täglichen Doing gerecht werden können. Eine Anforderung, eine zunehmende Anforderung sind Produkte aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Das Thema treibt uns ja auch in diesem Jahr um, hier beim Gipfel. Was oder wie kommen die Kunden da auf Sie zu? Spüren Sie da eine verstärkte Nachfrage auch? Es geht ja hier auch viel um den Bereich der Privatkundenportfolios. Haben die Vermögensverwalter da eine erhöhte Nachfrage jetzt auch speziell bezogen auf ihre Dienstleistung? Also die Nachfrage wird immer größer. Ja, das hat man vor allen Dingen gemerkt in diesem Jahr, wo immer wieder Themen angefragt wurden, Ratings zu liefern, ESG-Daten zu liefern. Ja, war uns wichtig dabei, es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern auch um alle anderen Themen, die im Bereich der ESG vorhanden sind. Wir selber sind dabei, Lösungen in unseren Produkten einzubauen, aber gleichzeitig auch bei den entsprechenden Anbietern die Daten einzukaufen und zu sammeln, damit wir ihnen bzw. unseren Kunden, den Vermögensverwaltern, für ihre Arbeit dann zur Verfügung stellen können. Vielen Dank und weiter viel Erfolg mit Infront. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, Herr Richter, wir sind auf 80 und noch nicht auf 100. Es fehlt ja noch was. Ja, wir hatten ja noch ein weiteres neues Kriterium dabei. Genau, wir haben ein neues Kriterium und das hat sich quasi in der Logik des Tests ergeben. Unsere Testerinnen und Tester waren ja unterwegs und haben dann eben auch bewertet. Und wenn jemand jetzt
eine Bank, ein Vermögensverwalter ja so überzeugend war, dass es am Ende ein Gut, mindestens ein Gut war, dann hat sich dieses Haus für die nächste Runde, können wir sagen, qualifiziert. Also im Beratungsgespräch und im Anlagevorschlag, den der Kunde selber bewertet hat. Und dann ging es in die nächste Runde, wo wir dann nochmal auch in die Tiefe gegangen sind. Und ja, es waren, wie viel haben sich tatsächlich dann, haben das geschafft? Am Ende waren es nur 16. Aber vorher waren es eigentlich 18. Das vorher waren es 18. Toll und überraschend. Ja. Nicht? Woran lag es? Ja, zwei haben gekniffen. Ja, zwei haben tatsächlich, ist nicht ungewöhnlich, nicht, aber war, ja. Also ja. Wir haben die Herrschaften eingeladen und im ersten Fall ging es dann rinnen die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Also eine ansonsten eigentlich recht munter, werblich aufspielende Privatbank, die war am Anfang sehr zögerlich, als wir sie eingeladen haben. Alle anderen haben Hurra gerufen und die nicht, sondern die haben dann erst nochmal beim Kunden nachgefragt, ob ihm das auch recht ist. Und er sagte, ja, das findet er gut, wenn sie sich hier nochmal zeigen würden. Gut, dann kam einmal die Zusage, dann kam die Absage und zwar mit folgender Begründung. Wir kennen Ihr Analysetool nicht und unterwerfen uns einem System, dessen Tragweite wir nicht abschätzen können. Tja, so ist das halt manchmal. Das ist eigentlich bei jedem Kunden so, ne? Also genau. Frei jeder Kunde hat sein Analysesystem eigentlich. Ja, ne? Und dann plötzlich da. Ist schon komisch, ne? Zitieren wir doch einfach mal das Bonmot von Winston Churchill. Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Ja, und dann hatten wir noch die Zweiten, die gekniffen haben, auch in einer ganz netten Form erstmal. Des Weiteren, so wurde uns geschrieben, möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir grundsätzlich nicht an Ausschreibungen teilnehmen wollen. In derselben Mail allerdings diverse Qualitätssiegel von zu sehen. Also total spannend und widersprüchlich. Das ist nicht überzeugt. Wir haken dann sogar ja nach, wir sind ja noch ein bisschen... Wir waren ein bisschen penetrant, das gebe ich zu. Also wir haben dann nochmal geschrieben per Mail, wie wir an den anhängenden Siegeln sehen. Ist Ihr Haus in Sachen Kommunikation von Leistung grundsätzlich ja sehr offensiv unterwegs? Wie kommen Sie denn dann eigentlich an Ihre Siegel? Nichts kam, ne? Doch, Schweigen im Walde. Okay. Nachhaltig. Nachhaltiges Schweigen im Walde. Genau. Und das ist schon spannend, wenn man so bedenkt, dass eigentlich dann noch gesagt wird, ja, bitte benennen Sie uns auch nicht in Ihren Veröffentlichungen. Also was? Ja, das passiert ja schon mal hin und wieder, dass dieser Wunsch geäußert wird. Aber auch da ist dann natürlich spannend, wo kommen all die Siegel her, wenn man keine Auswertung zulässt und Unterlagen nicht rausgibt. Diese Erklärung ist uns das Haus komplett schuldig geblieben. Und bei uns gibt es sowas nicht. Nee. Denn? Wir haben Testprinzipien. Richtig. Genau, man kann uns nicht bestellen. Aber auch nicht abbestellen. Genau. Insgesamt haben sich in diesem Jahr 18 Anbieter mit einer guten Leistung im Beratungsgespräch und im Anlagevorschlag aus Kundensicht für die Endrunde qualifiziert. Zwei Anbieter sind allerdings freiwillig ausgeschieden, und zwar die Fürst Fugger Privatbank und die Quirin Privatbank. 16 Anbieter haben somit die Endrunde bestritten und am Beauty Contest, der mündlichen Verteidigung ihrer Anlagevorschläge, teilgenommen. 6 Endrundenteilnehmer kamen aus Deutschland. In alphabetischer Folge waren dies die Bank von Tobel, Bankhaus Bauer, Bankhaus Lampe, Bärenberg, Haug und Aufhäuser sowie die Weber Bank. 4 Endrundenteilnehmer kamen aus dem Fürstentum Liechtenstein, und zwar die LGT Bank, die Liechtensteinische Landesbank, die Neue Bank und die VP Bank. Aus Österreich haben es 3 Teilnehmer in die Endrunde geschafft. Und zwar Bankhaus Karl Spengler und Co., die Kapitalbank sowie die K3 Privatbank. Schließlich kamen 3 Endrundenteilnehmer aus der Schweiz. Wiederum in alphabetischer Reihenfolge waren dies die Frankfurter Bankgesellschaft, Glow Balance Bank und die VP Bank. Kurz zusammengefasst, das Feld war in diesem Jahr breiter gestreut als in den Vorjahren. Deutschland etwas stärker, Österreich weiterhin sehr gut, aber nicht mehr so dominant. Liechtenstein ist stark vertreten, Luxemburg besuchen wir nicht mehr. Und die Schweizer Häuser sind nach wie vor nicht in Topform. Was auch auffällt, überall fehlen die Großbanken. 16 ringen um den Sieg, das haben wir ja gerade schon gesehen.
Diese 16 haben wir zu einer Endrunde eingeladen, zu einem Endwettbewerb, ja. einem Beauty-Contest. Herr Richter. Ja, ein Beauty-Contest, etwas, was wir ja im Markt auch schon kennen, aber das haben wir jetzt hier sehr systematisch gemacht und auch das erste Mal in diesem Test bei unseren Tops, beim Stiftungstest, haben wir das regelmäßig schon seit Jahren. Genau. Und diesmal haben wir es jetzt auch hier eingeführt und es war hochspannend. Ja, wie sieht so ein Beauty-Contest aus? Was kann man sich da eigentlich vorstellen? Ja, es ist so, dass wir die Banken einladen und sagen, bitte zu diesem Zeitpunkt präsentiert doch euren Vorschlag. Das ist die Prüfinstanz erstmal. Und dann, genau, also wir beide sitzen da immer und dann laden wir immer auch jemand dazu ein. Und Herr Lieber war dabei, ne, von Quanvest. Genau. Und Herr Hormann. Markus Hormann, genau, ein Wirtschaftsredakteur und Spezialist für Produkte, Fonds und sonstige Anlageprodukte. Ja. Und während wir es früher natürlich häufig immer Präsenz gemacht haben, getroffen haben, war es diesmal natürlich auch alles Corona-mäßig, Corona-bedingt einfach virtuell. Also es war alles über Konferenztechnik, hat aber soweit, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja. Und es war die Struktur gleich, wie als wäre es präsent. 20 Minuten Vortrag und 20 Minuten dann Diskussion, Fragen von unserer Seite, wo wir dann auch auf Herz und Nieren geprüft haben. Und so waren wir in einem sehr spannenden Dialog und haben sehr viele Erfahrungen auch gesammelt. Es war spannend, das auch mal in einer Form zu sehen, wie es Erzählen wir mal ein bisschen davon, oder? Erzählen wir mal, ja. Also tatsächlich, das hat uns auch, war für uns auch erstmal eine Herausforderung, das auf diesem Wege zu machen. Funktioniert das alles? Funktioniert es bei uns und funktioniert es auf der Gegenseite? Das war also das ganze Thema IT. IT und Banken könnte man vielleicht noch in Klammern dahinter sagen. Ist ja eine Sache für sich, aber prinzipiell hat das erstmal grundweg ganz gut funktioniert. Also es gab keine Ausfälle. Allerdings die IT-Abteilung, die stand doch bei dem einen oder anderen ordentlich auf der Bremse und hat erstmal so was gesagt, nee, mit dem System geht's nicht. Und ja, also das war schon hinderlich und gerade in Corona-Zeiten war das ja so wichtig, dass wir kommunizieren konnten und da war es dann echt manchmal schon schwierig. Aber wir hatten auch andere Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass wir uns legitimieren sollten notariell. Also das, und das war jeder Einzelne von uns. Einzelne, also nach drei Monaten wären wir mit dem Prozess sicher durch gewesen, aber dann hätte sich das Thema auch erübrigt. Genau. Und dann haben wir dann pragmatischen Weg gefunden. Wir haben diskutiert und haben einen guten Weg gefunden. Ja, und dann das am Ende, eben vor der Kamera zu machen, uns sozusagen vor der Kamera zu zeigen. Unseren Ausweis dann daneben zu halten, das war eben auch mal ein Weg, sich zu legitimieren, statt zum Notar zu laufen. Und man hat uns geglaubt. Man hat uns geglaubt, genau. Uns kannte man ja auch, aber die anderen, da ging es einfach dann drum. Ja, und dann gab es vielleicht erstmal so ein Zwischenfazit. Es geht. Also so ein Beauty-Contest online durchzuführen, geht. Wir haben eigentlich nichts gegenüber den Live-Präsentationen versäumt. Ohne Frage. Also es war wirklich sehr fundiert. Wir konnten alles gut herausfinden, wir konnten gut diskutieren und natürlich waren auch schon viele unserer Gesprächspartner jetzt auch ein Stück routiniert in dieser Situation, aber ja, wir haben es schon öfter gemacht, nicht nur mit uns, aber trotzdem war es an der einen oder anderen Stelle dann doch extrem holprig. Das stimmt und da hatte auch die Technik so ein bisschen ihre Schuld. Es gab Häuser, die waren gut vorbereitet, einfach man hatte offenbar das nötige Equipment, wahrscheinlich auch, um mal mit Kunden zu kommunizieren. Bei anderen fehlte es dann an der Leitungskapazität oder an der passenden Umgebung. Man saß eben beispielsweise mit dem Rücken zum Fenster und davor die Kamera. Und Sie wissen vielleicht, wie das ist. Man sieht dann als Betrachter nicht viel mehr als eine schwarze Silhouette, jedenfalls kein Gesicht mehr. Und das sind so Sachen, die weniger gut waren, aber es gab auch ein paar gute Punkte, wo man sich dann richtig drauf eingestellt hat. Ja, also auf jeden Fall, dass ein gut abgestimmter Prozess untereinander waren. Meistens waren ja zwei oder drei Vertreter der Banken dabei und die haben sich dann wirklich sehr schön abgestimmt. Es war ein Drehbuch zu spüren, gerade bei dem Vortrag auf den Punkt, auch sehr genau auf das, was uns wichtig war oder was natürlich dem Kunden, unserem Testerinnen und Testern wichtig war. Denn die standen natürlich Thema Nachhaltigkeit auch herauszuarbeiten. Und das ist denen wirklich auch gut gelungen. Ja. Ja, und man hatte eben auch da für das nötige Equipment gesorgt, dass man frei sprechen konnte mit uns und dass man jetzt nicht mit so einem Kopfhörerchen da saß und ähnliche Dinge. Das hat eigentlich gut geklappt und von daher waren wir mit dem Bereich Technik in vielen Fällen sehr, sehr zufrieden. Ja, ohne Frage.
Ja, und auch dann kam auch dazu ein Thema, was bei so einem Schönheitswettbewerb nicht unbedeutend ist, eine Geschichte erzählen zu können. Das nennt man Storytelling, nämlich wie bringe ich meine Geschichte eigentlich rüber? Ja? Kann ich das einbetten? Warum bin ich besonders? Und was kann ich, was die anderen nicht können oder was andere nicht können? Wie binde ich das ein? Das haben nur ganz, ganz wenige richtig gut hingekriegt. Ja, und wir konnten herauskristallisieren, im Grunde sind es 5 Kategorien, die wir jetzt entdeckt haben, wenn es um unseren Kittel-Klein-Faktor nachhaltig auch geht. Ja, das stimmt. Wenn man das so sieht, kann man das in der Weise, glaube ich, auch tatsächlich in 5 Punkte unterteilen. Also mir fällt als erstes ein, so die... Ja, das machen wir auch Banken. Also der Kunde bekommt sowas wie eine Basisinfo. Das Haus hat ein paar Fonds und es hat auch Filter, um meistens einer Ratingagentur, um nach Nachhaltigkeitskriterien ein Portfolio aufbauen zu können. Aber eine vertiefte, fundierte Diskussion zu dem Thema ist nicht möglich. Ja, und das gilt für die Häuser, die sich grundsätzlich dem Thema stellen. Wir hatten natürlich auch in dem großen Feld Häuser, die sich mit dem Thema noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben. Wir schauen uns jetzt wirklich die 5 Gruppen an, die wir gesehen haben, die grundsätzlich eine Kompetenz gezeigt haben. Und die anderen waren, die sich auch, die zweite Kategorie, Gruppe, waren die, die sich schon intensiv in ihrem Investmentprozess damit auseinandergesetzt haben. Also wo es weit über das nur Rating hinausging, sondern wo es schon in klar war, wir haben bei der Auswahl der Aktien, der Anleihen einen klaren, definierten Prozess, den wir im Zweifel auch mit dem Kunden anpassen können. Ja, und seit das Thema in ist, das Thema Nachhaltigkeit, haben das einige Banken auch aufgenommen und haben das vollständig in den Anlageprozess integriert. Ja, die machen nichts anderes mehr, könnte man sagen. Genau. Die sagen, nur noch nachhaltig wird beraten, aber auch das Portfolio zusammengestellt. Ja, und dann eine weitere Gruppe, die noch einen Schritt weiter geht und einen Fachbeirat sich dazu holt und auch von ganz anderen Disziplinen, die mit dabei sind. Und es war spannend, wir hatten die Möglichkeit auch mal reinzuhorchen in so einen Fachbeirat, Herr Fiel, aber was war da Ihre Erfahrung? Ich fand das hochspannend. Also man hat da wirklich super intensiv über einzelne Titel diskutiert, auch sehr kontrovers diskutiert mit unterschiedlichsten Kompetenzen, die in so einem Fachbeirat sitzen. Ob das jetzt ein Arzt ist, ob das jemand aus dem kirchlichen Bereich ist, der mit ethisch-moralischen Fragestellungen eher an das Thema rangeht. Und dann werden diese einzelnen Titel nochmal richtig durchleuchtet. Also das war schon, also muss ich sagen, Hut ab. Das hatte wirklich Tiefgang, das hatte Qualität. Und wer dann so natürlich sein Portfolio bzw. die Titel, die er am Ende für Portfolios zur Verfügung stellt, auswählt, da kann man dann wirklich davon ausgehen, dass das Ganze Qualität hat, echte Qualitätsauswahl ist. Und dann hatten wir noch eine weitere Gruppe, die 5. Gruppe, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie gar nicht so zwingend nur die anderen Research betrachtete, sondern gesagt hat, ja, das ist eine gute Datengrundlage, aber wir haben ein eigenes Research. Wir haben eine eigene Fachkompetenz. Das haben wir auch dann gesehen, Beraterinnen, Berater im Haus, Experten, die das durchdrungen haben, das Thema, vielleicht schon seit 10 Jahren intensiv drin sind und die wirklich mit einer eigenen Kompetenz kamen. Und das war schon auch beeindruckend, wie tief man dann in die einzelnen Themen der Nachhaltigkeit einsteigen konnte. Also ein eigenes Research, eine eigene echte Abteilung. Eben auch Titel, die von den Ratingagenturen gar nicht unbedingt abgedeckt werden. Also nehmen wir den ganzen Bereich der Midcaps, wo ja jetzt gar nicht in der Weise das allgemeine Research der Ratingagenturen in der Breite vorherrscht. Also auch solche Titel sich dann mal anzuschauen, genauer zu betrachten unter Nachhaltigkeitsaspekten und überhaupt das ganze Haus auch selber nachhaltig aufzustellen. Also nach nachhaltigen Kriterien selber zu wirtschaften. Nicht nur das in den Anlageprozess einzubauen, sondern quasi auch in jeden einzelnen Prozess, den das Haus selber durchführt. Ja, und wir haben Sie zuvor gefragt, wo sortieren Sie sich eigentlich Ihr Haus selbst ein? Und die Umfragenergebnisse können wir ja mal gemeinsam anschauen. Wir haben Sie gefragt, welche Rolle spielen nachhaltige Geldanlagen und die Beratung dazu in Ihrem Haus? Eine überwiegende Mehrheit von 55% gab uns gegenüber an, dass nachhaltige Geldanlage schon lange eine herausragende Rolle in Ihrem Haus spiele. Lediglich eine Minderheit von 12,5% gab uns gegenüber zu, dass es bisher noch keine Rolle spielt. Wer hat nun das Rennen in der Länderwertung gemacht? Ja, in Deutschland Berenberg. In Liechtenstein LGT. In Österreich das Bankhaus Spengler. Und in der Schweiz die Globe Balance Bank.
Das heißt aber nicht, dass diese vier auch automatisch die Nummer 1 bis 4 in der Gesamtwertung sind, denn das wissen Sie, auch das hatten wir schon, dass die Nummer 1 eines Landes durchaus in der Gesamtwertung die Nummer 10 sein kann. Und insofern bleibt weiterhin viel Spannung in den nachfolgenden Minuten.